Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Es ist ja wunderschön. Auf der ganzen Welt finden wir unglaubliche Megalithen, Steinbearbeitungen, Steinmetzarbeiten, die uns heute einfach nur staunen lassen. Und sowas finden wir selbstverständlich auch in Südamerika, in Peru, in der Andenregion. Und da gibt es ja so viele Klassiker wie eben Mauern in Cusco, Sacsayhuaman natürlich und Machu Picchu hoch in den Bergen. Und das ist in dem ganzen alten Inka-Reich ja überall verteilt. Und da kann man nur staunend vorstehen und gucken, mein Gott, was haben die da für unglaubliche Leistungen vollbracht. Und so hat Südamerika, Peru, Bolivien, die ganze Andenregion unglaublich viele megalithische Rätsel und ganz erstaunliche Hinterlassenschaften zu bieten, die alle relativ jung sind, in Anführungszeichen muss man sagen. Die klassische Archäologie schreibt den allermeisten dieser Hinterlassenschaften den Inka zu, also sind sie gerade mal 500, 600 Jahre alt. Das hört sich viel an, ist aber im Vergleich zu der chinesischen Kultur, zu den Kulturen von Mesopotamien oder meinetwegen auch den Römern hier oder das alte Ägypten natürlich, ist das gar nichts. Was sind da 600 Jahre? Es gibt natürlich viele Überlegungen, Thesen, Spekulationen, dass die Inkas nur alte Ruinen, alte Stätten so vorgefunden haben mit dieser unglaublichen Bautechnologie und diese dann weiter genutzt haben, umgebaut und erweitert haben. Da wird zum Beispiel immer darauf hingewiesen, dass die größten und perfekt bearbeiteten Monolithen, wo später die Inka-Stätten standen, unten sich befanden und darüber erst die Inkas gebaut haben. Diese Themen kennt ihr alle, wenn man an Machu Picchu denkt. Es gibt wohl überhaupt keine Dokumentation aus dem Bereich der Archäologie oder Rätsel unserer Vorfahren, archäologische Stätten von Weltruhm, die irgendwie diese Städte hoch in den Anden überhaupt nicht erwähnt. Also das ist so ein Klassiker der Archäologie. Heute ist diese Stätte eine Touristenattraktion, ein Touristenmagnet. Sie wird teilweise richtig überlaufen von Touristen. Ein Highlight in Peru. Keiner, der eine Peru-Rundreise macht, verzichtet darauf, sich diese wunderschöne Stätte da in den Anden anzuschauen. Aber natürlich ist auch bekannt die Entdeckungsgeschichte dieses versunkenen Ortes, denn er wurde erst im Jahre 1911 entdeckt. Und zwar durch den Forscher Hiram Bingham III., um genau zu sein. Und von seinem Foto von 1911, das seht ihr auch gerade von hoch in den Anden von Machu Picchu, das ging um die Welt und das war eine absolute Weltsensation. Eine versunkene Stadt wurde entdeckt. Aber was weniger bekannt ist, dieser Bingham III. Hat bei seinen Expeditionen in Peru bzw. in Südamerika so zahllose allerlei Entdeckungen gemacht und auf seinem Weg, auf der Suche zu versunkenen Städten und im Machu Picchu, hat er im Vilcabamba-Tal auch eine Entdeckung gemacht, beziehungsweise mehrere. Dieses Tal ist weltbekannt unter Archäologen. Das ist so die letzte Zufluchtsstätte der Inka gewesen, bei der spanischen Eroberung. Das ist bis heute aufgrund seiner Abgelegenheit, seiner schweren Zugänglichkeit, noch nicht ganz erforscht und es werden immer noch bis heute dort neue Entdeckungen gemacht, die natürlich wieder meistens den Inka zugesprochen wurden. Aber hier, da ging eben der Entdecker dort durch, bevor er da so seine Sensationen veröffentlichen konnte und machte auch dort Entdeckungen. Und zwar entdeckte er dort ein Sonnenheiligtum, so wird es zum Teil eben auch genannt, das heute den Namen Nusta Ispanan trägt. So 9.950 Meter hoch ist das am 9. August 1911 erst wiederentdeckt und es heißt so die Übersetzung dieser Name, es wäre das Jungfrauklo, soll das heißen, oder etwas feiner ausgedrückt, Ort, an dem die Prinzessin uriniert. Also wir wissen natürlich nicht, ob das jetzt hier irgendwie für Prinzessinnen gebaut wurde, die da Pipi machen sollten, aber das Zentrum dieser Anlage war ein riesiger Monolith, beziehungsweise ist heute noch, und der ist aus Granit. Mehrere kleine gibt es da drumherum und die sind alle bearbeitet. Dieser Monolith heißt Weißer Fels, Jacua Ruim, und der ist 16 mal 9 mal ungefähr 7,6 Meter groß. Und er ist extrem sorgfältig bearbeitet und geometrisch exakt ausgeformt. Ihr seht ja die Bilder, die ich hier zeige. Da finden sich Nischen, Treppen, Stufen, Plattformen, winklige
Konsolenkanten und Fächer und die kleinen Monolithen daneben sehen auch so wie Sitze. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Quellheiligtum gewesen, denn da entspringt auch eine Quelle, eine Wasserquelle, und die wird in einen kleinen Wasserkanal umgeleitet und in einem Wasserauffangbecken. Aber wenn man sich diesen Monolithen mit diesen viereckigen Bolzen, die da stehen gelassen wurden, und teilweise Flächen, die da ganz abgesägt wurden, so muss man schon sagen, und Aussparungen und rechten Winkel und polierten Oberflächen ansieht, also das sieht vollkommen sinnlos aus. Da haben dann die Inka oder wer auch immer einen riesigen Granit, ich muss es nochmal sagen, Granitmonolithen genommen, haben da herumgemeißelt, gesägt, wie auch immer, und haben uns da was vollkommen Sinnloses hinterlassen. An einer Seite, ich zeige da mal mit dem Pfeil drauf, sieht man zum Beispiel so eine Handvoll Treppenstufen, die natürlich auch alle vollkommen sinnlos sind. Alles irgendwie sehr viel Arbeit für irgendwie so ein Pipi-Örtchen von irgendeiner Prinzessin oder einer Jungfrau. Es gibt so Geschichten, dass zum Beispiel Sonnenpriester da die Sonne morgens begrüßt haben. Sie haben mir Küsschen entgegengeschickt, habe ich auch mal gelesen. Aber was das alles so genau war, es standen noch Hütten auch drumherum, wie ihr vorhin gesehen habt auf so einem Bild, das ist natürlich unklar. Dieser Stein, der ist, also wirklich, der ist ja riesig und so perfekt bearbeitet, der hat keine sinnvolle Funktion. Man könnte spekulieren, also diese kleinen Monolithen daneben waren irgendwelche Sitze, dass sich da Priester oder die besser gestellte Gesellschaft sich da aufs Klo gesetzt haben, sich da hingesetzt haben, um da irgendwelche Zeremonien abzuhalten. Aber dieser Stein selber hat auch so einige Aussparungen, die man mit gutem Willen als Sitze interpretieren könnte. Aber ich zeige nochmal hier dieses Bild hier, das ist sogar von dem Bingham von 1911. Da seht ihr ja auch diese Nupsis, diese Nippel, diese viereckigen, vorstehenden Dinger, die da stehen gelassen wurde, während man drumherum quasi gleichmäßig Abstand eine Aussparung machte. Was soll das für einen Sinn haben? Oben drüber sieht man auch noch welche davon. Völlig unglaublich. Der steht da einfach im Tal, in den Hochanden von Peru auf 2950 Meter Höhe, wie gesagt. Und heute rätseln wir darüber, was haben unsere Ahnen sich dabei gedacht in Südamerika, sich diese unglaubliche Arbeit da zu machen. Dazu muss man vielleicht noch wissen, so im Hinterkopf, die Archäologie, die klassische Archäologie sagt natürlich, dass die Inka, auch wenn sie erst so vor grob 600 Jahren lebten, da noch kein Eisen oder irgendwelches hartes Metall kannten. Das muss also eine unglaublich lange Arbeit gewesen sein, diesen Stein dazu auszusägen, auszumeißeln und zu polieren und zu glätten und auszuschaben. Und dann steht er da einfach so rum und 600 Jahre später kommen wir da an und sagen, was ist denn das? Ein komisches Klo für eine Prinzessin oder Jungfrau. Sehr rätselhaft. Ich finde diese Bilder sehr beeindruckend. Deshalb wollte ich die zeigen in diesem Video für euch. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Diskutiert mal, was könnte das wirklich gewesen sein. Es war kein Klo, das wissen wir. Aber was haben sich da unsere Vorfahren oder beziehungsweise die Inka dabei gedacht? Oder vielleicht deren Vorfahren? Vielleicht ist das ja viel älter und die Inka haben es eben tatsächlich nur wieder benutzt. Unglaublicher Fund, unglaublich spannend. Seit 1911 bekannt, aber hier bei uns so im Westen, außer vielleicht in archäologischen Kreisen, völlig unbekannt. Sehr spannend. Damit sage ich mal, bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Tschüss, euer Lars.